hallo und herzlich willkommen zurück hier bei einer weiteren Multiplayer-Folge mit dem Rahani, meinem Was? Schlittenhund. Ja, er macht mir heute den Bernardiner hier, ne, als Rettungshund. wir stehen vor unserem schönen Hotel hier im Skiregion Simulator 2012. Wenn ihr mal guckt, das hat so ein paar schöne Stockwerke, ne, unten das Erdgeschoss, da ist auch so ein kleiner Balkon, da hing ich das letzte Mal drin. Darum ist er auch noch mit dem Rettungsstücken hier. Keine Sorge, ich bin noch unverletzt. So, und jetzt machen wir mal weiter, dass wir hier ein bisschen Geld verdienen. Ich drehe allerdings erstmal die Zeit schön hoch, ne? Eine Sekunde ist gleich eine Minute. Damit wir auch mal ordentlich ja, in den nächsten Tag kommen und was zu tun kriegen. Denn wir brauchen Geld, ne? Richtig. Und wofür? Hotel. Ah, da war was mit dem Hotel, ne? Man muss ja auch bedenken, es kann ja auch mal Schnee kommen. Ich weiß jetzt nicht, wie die Wettervorhersage ist. Ich guck mal. Ach, morgen. Ja, bewölkt. Also es könnte auch, ne? Mal eventuell. So, ich habe auch zwei Zuschauer mitgebracht. Die sitzen im Hintergrund im Vogelkäfig. Ihr werdet sie hören. Die zwitschern ab und zu mal dazwischen. Das machen die aber nur dann, wenn sie, ja, sonst keine Langeweile haben. Ja. Oder denen das so gut gefällt. Ja. So, ich bin mal hier bei Piste. Ich wollte sagen Gleise, aber dafür nippt ein bisschen an mein Glas. Was? Gleise, Glas? Meine Katze nippt gerade an mein Glas. Ach so, deine Katze nippt am Glas. Ja, sag nicht nach. ich hab's mir überlegt, aber ich denke, das möchte dann nicht jeder wissen. Wer es übrigens wissen will, einfach mal einen Kommentar lassen und dann wird euch der Rahani dazu Rede und Antwort stehen, was damit gemeint war. So, ich hab mich mal in die Pistenraupe geschwungen, weil die Sonne geht ja unter. Ich hab nämlich gesehen, hier muss noch ein bisschen was gemacht werden. Ja. Ich finde bloß den Weg da nicht hin. Wohin? Wo es gemacht werden muss. Was denn? Das sieht spitzenmäßig aus, die Piste. Ja, deine Piste vielleicht. Ja. Dann welche, ja. Ja, klar. Ja, ich muss ja erstmal hier. Oh, da ist ja eine Brücke. Oh. Muss ich gucken. Was ist das hier denn? Ja, keine Ahnung. Hier ist auf jeden Fall eine Brücke. Da muss man mit der Pistenraupe vorbei. Boah. Hier geht's einen Berg hoch. Wo kommt man denn da hin? Ich habe keine Ahnung, wo wir da sind. Auf jeden Fall geht's hier einen Berg hoch. Bitte? Sicher, dass es dazu gehört? Ja, scheinbar. Aber hier liegt auch wenig Schnee, dass du da irgendwas machen kannst, oder? Ja, ich weiß nicht, irgendwo, auf jeden Fall ist das hier eine geräumte Straße. Ah, weißt du, was das ist? Das ist die Zufahrtsstraße zu dem etwas höher gelegenen Parkplatz und zu dem Hotel am Ende von Piste 8. Könnte ich mir vorstellen. Nee. Doch. Ja, du bist ja direkt hinter mir gleich. Ja, ja. Naja. Ich bin ja sportlich. Ja. Was bist du? Sportlich. Ich hab dich nicht verstanden. Sportlich. Ah, ja, ja. Ich hab's schon verstanden, aber. Eigentlich nicht. Nee, nee. Weißt doch, auf dem Ohr, Thema Sport bin ich taub. Ja, Sport ist in Ordnung, aber nur solange ich die Pisten präpariere und nicht selber fahren muss. So. Wo bist du denn? Guck mal, da kommt er hochgelaufen. Ja. Ja, ich guck dir gerade im Spiegel zu. Nein, nicht im Spiegel. Ich hab mich gerade mal umgedreht. Aha. Hier ist eine Serpentine. Guck mal hier. Weißt du eigentlich, woher das kommt, der Ausdruck Serpentine? Nee? Was? Mach mal Erklärbär. Ich soll dir den Erklärbär machen? Das kommt aus dem Lateinischen Serpent, die Schlange. Serpent Serpentis. Das heißt also nichts anderes wie eine Schlangenstraße. Serpentine. Okay, was ist dazu gelernt? Ja, Folge 1 vom Erklärbär. Oh, was ist hier los? Noch eine Brücke. Cool.
Das ist eine schöne, also muss ja sagen, es ist schon eine schöne Karte, ne? So, ach, das ist die Brücke, die man von Piste 4 aussieht. Dieses, weißt du, dieses, dieser hohe Torbogen. Diese hohe Torbrücke, Torsteinbrücke. Und die kann man hochfahren auf der einen Seite. Oh, jetzt habe ich ein bisschen Schnee verteilt. Naja, gut. Ach, guck mal, hier ist. Ah, hier ist. Hier stehen Schilder. Hier kann man noch mal links und rechts. Hör mal, weißt du, dass wir da ganz schön zu tun haben? Wenn wir hier. Wenn es hier anfängt zu schneien, dann müssen die ganzen Straßen hier wieder. Die ganzen Straßen wieder geräumt werden, ne? So, wenn man geradeaus weiterfährt, dann kommt man hier zu einem Hotel mit Räumfahrzeugen oder so was ähnlichem. Da ist auf jeden Fall nebendran eine Halle. Ja, ja, jetzt habe ich erstmal schön den Schnee vor der. Daran abgesehen, ich bin ja ein Schwein. Ja, so oder so. Ja. Nein, nicht in dem Sinne. Also, wenn es schneit, würde ich gerne nur unsere fertig machen, reparieren. Weil, da müssen sie alle zu uns. Ja, ich weiß aber nicht, ob die das auch wirklich machen. Guck, da ist er, da, Rahani. Mann, ey, zu Fuß bist du gut, ne? Nee. Siehst, von hier oben sieht man auch schön, wenn du so ein bisschen an diesen Rand gehst von der Klippe. Da sieht man dann auch, was gemeint ist. So, wir haben den neuen Tag. Ich mach mal kurz einen Blick über die. Boah, das ist eine Aussicht. Über die. Ja, ist schön, ne? Also mir gefällt die Aussicht extrem gut. Wir machen mal einen kurzen Blick hier über unsere Einnahmen. Wie das denn alles so gestern war. Gestern. Informationen. Bediente Gäste 713. 1426 verdient. Bei Preis normal 74, also 10% ungefähr abgelehnt. Hm. Naja, gut. Souvenirladen. 104 Gäste. Bei normalen Preisen 4000 verdient. Was haben wir dann hier? Die Skischule. Boah, 144 waren in der Skischule, 4000 verdient. Dann haben wir noch den Imbissstand. Auch normale Preise Fast Food. 270 Gäste. 2160. Hm. Ja. So, dann haben wir noch die Kinderwagen, Betreuung, Kinderbetreuung. 150 Kinder betreut, 3000 Euro. Das ist ordentlich. Und dann haben wir noch den Skiverleih. Ja, das ist natürlich krass, ne? Also, bediente Gäste, 288, 7200. Na, haben wir doch alles richtig gemacht. Ja, gucken wir noch bei den Skistationen. Wir haben ja gesagt, wir bleiben bei so einem Zweidrittelpreis von der Preisempfehlung. Also, wir sind da recht günstig, dafür lassen wir normale Verkaufspreise. Was haben wir denn gehabt gestern? 787 bediente Gäste, davon 320 verkaufte Tageskarten. Macht unterm Strich, summa summarum, keine Ahnung, ich muss mal kurz gucken. Unfall bei Skipiste, Fluglinie. Nee, was machst du? Nee, hast du nicht, ne? Hab ich nicht. Nee, machen wir jetzt nicht. Wir gucken mal kurz rein, genau. Heute ist Donnerstag, gestern war Mittwoch. Also zumindest im Spiel. In Wirklichkeit ist heute Freitag. Und gestern war Donnerstag. Nein. Wir haben gestern ein Minus gemacht von 8000. Warum? Ah ja, Betriebskosten Fahrzeuge 34.000. Ja. Kaufen und Betriebskosten Gebäude 7000, Tageseinnahmen Tageskarten 7000, Einnahmen Anlage 22.000, Einnahmen Mission 22.000, sonstiges 15.500. Ich denke, die 15.500 hätten wir uns sparen können. Weiß der Geier, was das ist? Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, ich hatte die Schneekanonen mal ausprobiert kurzfristig. Okay. Um zu testen, wie die funktionieren. Kann sein, dass das diese Kosten sind. Aber ich denke, bei den Betriebskosten Fahrzeuge, da könnten wir mal ein bisschen was dran rütteln, ne? Bis jetzt brauchen wir ja die meisten eigentlich nicht. Aber ich fahr trotzdem mal hier weiter hoch. Bist du auch noch da? Kommst du mit oder was? Nee. Ach nee, du bist schon hochgelaufen. Nein, ich präpariere jetzt hier. Du präparierst. Ja, ja. Ach guck mal, hier noch eine Brücke. Eine Holzbrücke diesmal. Die geht auch über eine Piste drüber. Dürfte auch die Piste 4 sein. Ne, ist die Piste 1.
Oder? Das sieht man nicht von hier. Na gut. So. Aha, hier kann man auch noch rumfahren. Wo geht's denn da hin? Ich steig mal aus. Ich mache mal eine kleine Nachtwanderung. Hab die Zeit mal wieder hochgedreht. Ich habe auch noch eine Taschenlampe. Ah, Margaretenhöhe? Da geht's zur Margaretenhöhe, aber wir sind noch gar nicht auf der Margaretenhöhe-Karte. Hm. Na gut. Na, also wenn ihr das jetzt auch so seht hier, es ist etwas dunkler als sonst. Das liegt daran, dass ich den Real Night Mod drauf hab. Oh. Kann ja mal eine komplette Liste zusammenstellen von allen Mods, die drauf sind. Und dann werde ich das als Link hier in die Videobeschreibung mit reinmachen. Dann finden wir alles. Ah, siehst du, so, jetzt sind wir nämlich hier oben. Da ist tatsächlich ein Hotel und ein riesengroßer Parkplatz. Ja, wenn man den räumen muss, dann hat man zu tun. Alter Verwalter. So. Da ist auch die Seilbahn. Also so eine Kartenerkundung. Oh, was denn? Ich war dann aufgepasst gekommen. Was fährst du? Ich mache es mal jetzt ganz schnell. Ganz schnell ist gut. Oh, ich fahr. Oh, ist der Schnee hier tief. Guck dir das mal an hier. Die Pistenraupe versinkt komplett im Schnee. Also zumindest die Ketten. Ja, das wird hier. Ah, das ist bestimmt hier die Piste 1, die ganz nach oben führt dann. Da ist auch nochmal eine Piste. Alter Schwede, da muss man sich aber ganz schön dran halten, doch. Wenn du hier mal ordentlich spielst. Boah. Auf naja, mehrere Spieler. Also nicht nur zwei. Ja, das denke ich auch, dass das eine richtig große Multiplayer-Karte sein wird. Ich kann ja mal den Don Chris anschreiben und nachfragen, wie er sich die Karte gedacht und konzipiert hat. Auf jeden Fall ist sie ja riesig, ne? Weil hier hat ja wirklich jeder für den Anfang, also eigentlich fast alle Fahrzeuge, die man so gebrauchen kann. Ja. Ne? Also Pistenrauben sind da, Schneeräumfahrzeuge sind da. Das ist ordentlich. So. Ja, dann fahre ich die Pistenraupe mal wieder runter. Obwohl die Piste 4, naja, die können wir uns oder so nicht leisten, weil dazu müsste man eine nächste Station kaufen. Irgendwas geht da ganz ordentlich von unserem Konto runter. Und zwar nicht zu knapp. Ich denke, wir werden gleich im Doppelmodus Missionen fahren müssen. Aber es wird ja auch schon wieder morgen. Wo ist das denn? Was? Ich überlege gerade, wo ich hin muss. Fährst du einen Auftrag oder was? Ja. Achso? Ja, meistens dahin, wo das grüne Birnchen leuchtet, ne? Auf dem PDA. Echt? Hast du es nicht so mit Birnchen, ne? Nee, nee. Ah, der war wieder böse. Boah, schon ganz schön hoch, ne? Wenn ich überlege, dass ich unten im Tal losgefahren bin. Eine ganz schöne Steigung hier. Okay, Zeitbonus wird nur 690. Ja, das ist ja nicht so, ne? Das ist jetzt nicht dicker, ja. Naja. Es könnte schlimmer. Ah, hier. Da ist ein Teil von der Piste, den habe ich hier schon präpariert. Aber ich denke mal, ich fahre erstmal runter zur Piste zur 5er. Und schauen wir mal an, was hier so jetzt repariert werden muss. Ach, das gehört auch noch zur Piste 4, okay. Ja. Ja, schauen wir uns mal die Texturen an. Wie gesagt, ich habe ja den Texturmod drauf. Ich habe den Link auch wiedergefunden. Den werde ich dann hier mal posten.
Und zwar ist es ein Mod, der die Verschlechterung in der Textur von der Piste simuliert. Also da sieht man dann die Fahrrillen von den Skiern und all so ein Zeugs. Ist sehr grafisch, sehr ansprechend gemacht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, hier könnte mal ein bisschen Schnee hin, ne? Ja. An der Stelle, wo ich hier gerade bin. Ich gucke mir mal die Piste an, was die für einen Zustand hat. Deswegen ist der Zustand wahrscheinlich auch nicht so perfekt. Nee, Schnee ist genug da. Schneetransport wären nur 884 Euro, die dahin müssten. Also es ist nicht so viel. Das heißt, es ist noch in Ordnung. Ja, wir lassen mal noch einen Tag vergehen. Machen wir mal hier die Walze runter. Es ist auf jeden Fall Schnee weggeschmolzen. Sieht zumindest so aus. Ich weiß gar nicht, schmilzt der überhaupt in dem Schnee auch weg? Ich habe keine Ahnung. Man muss ja. Ja, ja. Was muss und was er tut, sind zweierlei Dinge. Ja, aber sonst brauchst du ja auch keine Schneekanonen, wenn es nicht schmilzt. Richtig. Also schmilzt er. Also vom Sinn her? Mir ist ja auch schon aufgefallen, wenn du präparierst. Ja. Dass du dann irgendwann auf bestimmte Stellen kahle Stellen. Jetzt wäre ich fast. Oh, fast runtergefallen mit der Pistenraupe. Boah. Na, das ist doch mal ein Anblick hier. Alter Schwede, das war knapp. Heidewitze, Herr Kapitän. Das war echt eng. Irgendwie hat er verzogen. Wieder mal und ich mich versah, ging es dann Richtung Abhang. Wo hast du es mit dir? Dein Ding? Ja, ja, irgendwie seit ein, zwei Folgen ist das extrem kuschelig geworden. Ja, dass der Schnee da weggeht an den kahlen Stellen, das ist tatsächlich so, dass also an diesen Stellen halt, ja. Ich sag mal so, der Schnee so verteilt wurde, dass da halt ein bisschen weniger liegt. Dass man den felsigen Untergrund sieht. So. Ich bin auch wieder im Tal. Das ist ja teilweise auch platt. Was? Ist es, dass es glatte Stellen sind? Glatte Stellen? Sag bloß, Schnee ist glatt. Boah. Bruder. Der musste sein. Ich merke schon, das wird sowieso wieder abgespeichert und Let's Play Rachani macht. Genau, nee, das Let's Play Rachani, das ist noch in Planung. Wir gucken mal, was so kommt. Was du so zu bieten hast. Auf jeden Fall glatte Stellen. Auf jeden Fall, ja. So. Neuer Tag, neues Glück. Folge rum. Wir sind hier auch schon wieder am Ende. Ich müsste jetzt die Minibar auffüllen. Das seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich lieben Dank an meinen Bernardiner Rachani. Und wir sehen uns in der nächsten Multiplayer-Folge von Let's Play Skiregion Simulator 2012. Wir sind im Jahr 2015, es ist von 2012. Ich sag bis bald, euer Game Tycoon von Jäger auf TV. Ciao, ciao. Wiedersehen, tschüss.